Wir wissen sehr wenig über den natürlichen Krankheitsverlauf von ME. Diese europaweite Studie soll einen Beitrag zu der Erforschung der Krankheit leisten. Bis heute gibt es sehr wenige Studien, die sich mit der Prognose ME befassen. Und die meisten untersuchen vorrangig Patienten und Patientinnen, die an Ermüdung leiden. Andere Symptome, die für die Diagnostizierung von ME notwendig sind, werden häufig nicht erfasst. Zudem begleiten die meisten Studien die Patienten und Patientinnen nur für wenige Jahre. Die Erkenntnisse aus den bisherigen Studien beeinflussen die Behandlung von ME-Patienten und Patientinnen zum Beispiel beim Antrag auf Frührente oder andere Leistungen. Deshalb möchten die Europäische ME-Allianz und die norwegische ME-Vereinigung eine große europaweite Umfrage durchführen, um unter anderem Antworten auf die Fragen zu bekommen: Wann erkrankte der Patient, die Patientin? Gibt es ein europaweites Muster? Was passiert langfristig? Haben ME-Patienten und Patientinnen eine Chance auf Genesung? Stabilisiert sich das Krankheitsbild oder verschlechtert es sich? Welche Auslöser geben Patienten und Patientinnen für den Ausbruch der Krankheit an und hat dieser Einfluss auf die Prognose? Wie viel Zeit vergeht bis zur Diagnose? Hilft das Gesundheitssystem oder verschlechtert es den Gesundheitszustand durch falsche Behandlungen? Welche Strategie verspricht am meisten Erfolg? Die Umfrage ist in 13 Sprachen übersetzt und dauert im Durchschnitt 8 Minuten. Je mehr Antworten uns erreichen, umso zuverlässigere Resultate lassen sich daraus ableiten. Deswegen ist deine Antwort wertvoll. Wir hoffen, dass die Umfrage die nationale und EU-Gesundheitspolitik beeinflussen kann. Danke für die Teilnahme an der Befragung und deinen Beitrag zur Erforschung von ME.